Und das zweite große Thema ist natürlich die Antriebswende. Das wird den Bereich Bus, den Bereich Lkw stark treffen. Da müssen wir, glaube ich, technologieoffen vorgehen, nicht nur auf die Batterie setzen, wie es andere wollen. Und deswegen ist es wichtig, auch das Thema Wasserstoffinfrastruktur an den großen Verkehrsachsen auszubauen. Und gerade die Spediteure haben sehr geringe Margen. Deswegen ist es wichtig, da machbare und planbare Ziele zu haben. Sonst werden die damit ein Stück weit unterfordert. Gerade das mittelständische Transportgewerbe muss man hier die wirtschaftlichen Zwänge ganz genau im Auge behalten.